Megan hat nur noch eine Bitte an ihren Vater. Schlammschlacht, nächste Runde. Der Vater der Herzogin von Sussex, Thomas Markle, hat einen handschriftlichen Brief seiner Tochter Meghan veröffentlicht. Einen größeren Vertrauensbruch gibt es wohl kaum. Für Meghan Markle, 37, beginnt bald ein neuer Lebensabschnitt. In wenigen Wochen soll das erste Kind von Prinz Harry und seiner Frau auf die Welt kommen. Das Paar aus dem britischen Königshaus zeigte sich jüngst bei der Verleihung der jährlichen Endeavour Fund Awards auf dem roten Teppich. Gewürdigt werden damit die Leistungen von Mitgliedern des Militärs, eine Sache, die vor allem Harry besonders am Herzen gelegen haben dürfte. Hand in Hand kam er mit seiner Frau zu dem Event. Die frühere US-Schauspielerin hatte dabei dieses besondere Strahlen, wenn sie ihre Hand auf den Bauch legte, der sich unter der weißen Bluse und dem schwarzen Rock abzeichnete, das so typisch ist für Schwangere. Eigentlich könnte also alles gut sein, aber eben auch nur eigentlich. Denn die Freude der Herzogin von Sussex auf die künftige Elternschaft scheint nicht ungetrübt, wie nun Berichte der britischen Daily Mail zeigen. Und das liegt vor allem am Verhältnis zum eigenen Vater Thomas Markle, 74. Nachdem enge Freunde von Meghan dem US-Magazin People berichtet hatten, dass die Herzogin einen herzzerreißenden Brief an ihn geschickt habe. Geht das Vater-Tochter-Drama in die nächste Runde? Denn Markle hat den Brief seiner Tochter an die Presse weitergereicht. Daddy, ich schreibe dir das schweren Herzens, weil ich nicht verstehe, warum du diesen Weg gewählt hast und du blind bist für den Schmerz, den du damit verursachst. Heißt es darin in einer schnörkeligen Handschrift, die von Meghan stammen soll. Deine Taten haben mein Herz in Millionen Teile zerbrechen lassen. Und weiter, nicht nur, weil du solch unnötigen und ungerechtfertigten Schmerz verursacht hast, sondern auch weil du, als du dich dazu entschlossen hast. Nicht die Wahrheit zu sagen, dich wie eine Marionette hast behandeln lassen. Etwas, was ich nie verstehen werde. Verfasst hat Meghan den Brief im August 2018, also ein paar Monate nach der Hochzeit mit Prinz Harry, zu der Thomas Markle wegen zweier Herzinfarkte nicht anreisen konnte. Statt seiner führte Prinz Charles seine Schwiegertochter zum Altar. Meghans Halbgeschwister waren nicht zu den Feierlichkeiten eingeladen worden, worüber sie sich ebenfalls medienwirksam in der US-Presse beklagten. Nur Meghans Mutter war dabei. Bitte lass uns unsere Leben in Frieden leben. Das Verhalten des Vaters kurz vor der Hochzeit. Er hatte unter anderem Paparazzi-Fotos inszeniert, um sich angeblich in einem besseren Licht darzustellen, führte offenbar zu dem zerrütteten Verhältnis. Du hast der Presse gesagt, dass du mich angerufen hättest, um mir zu sagen, dass du nicht zur Hochzeit kommst. So war es nicht, denn du hast nie angerufen, heißt es.
Sie habe ihn stattdessen vom ersten Tag an unterstützt, auch finanziell. Das Einzige, was sie nachts schlafen ließe, sei ihr Vertrauen darin, dass eine Lüge nicht dauerhaft aufrechterhalten werden könne. Das Schmerzlichste überhaupt seien Markles Angriffe auf Harry, der immer nur freundlich, geduldig und verständnisvoll ihm gegenüber gewesen sei. Zum Schluss bittet Meghan ihren Vater nur noch um eines: Wenn du mich wirklich liebst, so wie du es den Medien erzählst, dann hör bitte damit auf. Bitte lass uns unsere Leben in Frieden leben. Bitte hör auf zu lügen, bitte hör auf, so viel Schmerz zu verursachen, bitte hör auf, die Beziehung zu meinem Ehemann auszunutzen. Thomas Markle zeigte sich in der Daily Mail über den Brief fassungslos. Er habe ein Versöhnungsangebot von seiner Tochter erwartet. Stattdessen sei ihm ein Dolch ins Herz gestoßen worden. Außerdem widersprach er den Vorwürfen, unter anderem, dass er schlecht über Harry geredet habe. Ob er das Weiterreichen eines so intimen Briefes nicht auch als Vertrauensmissbrauch empfinde, darüber sagte er nichts. Nach eigener Aussage sollen die beiden das letzte Mal 3 Tage vor der Hochzeit miteinander gesprochen haben. Kurz darauf kam Thomas Markle ins Krankenhaus. Seitdem wartet Markle angeblich auf einen Anruf seiner Tochter. Meghans Freunde behaupteten im People Magazin jedoch, er weiß, wie er sie erreichen kann. Ihre Telefonnummer hat sich nicht geändert. Mangelnde Diskretion als Sicherheitsrisiko. Der Palast wollte den Bericht nicht kommentieren, schreibt die Daily Mail. Schon die Äußerungen von Meghans Freunden im People-Magazin über ihr Privatleben dürften allerdings Verärgerung ausgelöst haben. Der Palast will über intime Details aus dem Privatleben der Königsfamilie die Kontrolle behalten. Einerseits aus PR-Gründen, denn nichts darf das britische Königshaus beschädigen, schon gar keine öffentlich geführte Schlammschlacht mit irgendwelchen amerikanischen Familienmitgliedern, die sich in Talkshows produzieren. Andererseits aus Sicherheitsgründen. Denn mangelnde Diskretion, auch wenn sie möglicherweise zur Verteidigung von Meghan dienen sollte, könnte eine unberechenbare Gefahr für die Mitglieder des Königshauses darstellen. Das musste schließlich Prinz Harry durch den Tod seiner Mutter Diana schmerzlich am eigenen Leib erfahren. Denn natürlich stellt sich nicht nur für den Palast eine wichtige Frage: Wie soll das erst werden, wenn das Baby erst einmal auf der Welt ist?